Willkommen Hüter zu einem neuen Destiny 2 Guide von mir, dem Ilias. Wie mit jeder großen Erweiterung wurde auch in Lightfall am Powerlevel geschraubt und wir alle haben einen Powerlevel Grind zu erledigen, um verschiedene Endgame-Aktivitäten wie zum Beispiel den Day 1 Raid, Trials oder wenn es soweit ist, Spitzenreiter laufen zu können. Hierfür müssen wir unser Powerlevel erhöhen und in diesem Guide zeige ich euch, worauf ihr beim Powerleveln achten müsst und wie ihr das jetzt am effektivsten und einfachsten machen könnt. Bevor wir aber in den Guide einsteigen, ganz kurz etwas zu meinem Werbepartner Holy. Holy ist sozusagen die Revolution des Softdrinks, egal ob Energy Drink oder Eistee. Holy erfrischt bei heißen Temperaturen, hält wach und wachsam und ist dabei preiswert und mega lecker. Nur 4 Kalorien pro 100 ml und das Ganze ohne Taurin, künstliche Aromen oder Farbstoffe. Mit dem Code ILIAS5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf das Probierpaket und mit ILIAS10 bekommt ihr 10% Rabatt auf jede weitere Bestellung. So, kommen wir nun aber zum eigentlichen Guide. Im Grunde funktioniert das System rund um das Power Level gleich wie im Vorjahr, aber ein paar Sachen haben sich hier geändert und das habe ich für diesen Guide entsprechend berücksichtigt. Wenn wir vom Power Level sprechen, dann reden wir vom Power Level, das durch unser Loot, durch die Ausrüstung bestimmt wird und dazu zählen nicht die Power Level, die wir durch das Artefakt bekommen. Denn die Mechaniken, wie man das Artefakt levelt und wie man sein Power Level voranbringt, das hat miteinander nichts zu tun. In Destiny gibt es derzeit 3 wichtige Levelgrenzen. Power Level 1750, das sogenannte Soft Cap, 1800, das sogenannte Hard Cap und dann 1810, das Spitzen Power Level Cap. Bis Power Level 1750 bringt euch jeglicher Loot, der droppt, weiter und erhöht euer Power Level. Egal ob es blauer Loot ist oder legendäre Drops, wie man auf 1750 kommt, ist daher ziemlich easy, einfach spielen. Das ist nicht schwierig, kann aber mitunter einige Zeit in Anspruch nehmen. Es gibt aber eine Möglichkeit, die uns direkt weit über die Softcap-Grenze hinausbringt. Das Beste, was jeder tun kann, um sein Powerlevel zu steigern, ist, wenn wir die legendäre Kampagne spielen. Ja, sie ist nicht ganz einfach und man beißt sich an vielen Stellen bestimmt die Zähne aus, aber es lohnt sich. Zum einen leveln wir viel schneller bis zum Softcap, weil wir am Ende jeder Mission doppelten Loot bekommen. Zum anderen bekommen wir einen richtig fetten Power Level Boost auf 1770, wenn wir die ganze Kampagne auf legendär abschließen. Das sind 20 Stufen, bei denen wir den Power Level Grind sozusagen überspringen können. Außerdem, was auch richtig nice ist, am Ende der legendären Kampagne bekommen wir eines der beiden neuen Exo-Rüstungsteile direkt geschenkt. Wir dürfen eins von beiden hier auswählen. Wenn ihr euch schwer tut mit der Kampagne, dann macht es am besten in einem Einsatztrupp. Ich habe mir sagen lassen, dass es hierbei zu zweit am leichtesten sein soll. Wenn ihr jetzt aber sagt, dass es nichts für euch ist, die legendäre Kampagne zu spielen, dann ist das auch nicht so schlimm. Wie bereits gesagt, bis 1750 bringt euch jeglicher Loot-Drop weiter, selbst wenn ihr eigentlich nur in der Gegend rumlauft. Interessant wird es mit Überschreiten bzw. Erreichen der 1750er Grenze. Ab Power Level 1750 steigt die nämlich nur noch durch mächtigen Loot weiter im Power Level auf. Wo ihr mächtigen Loot erhalten könnt, das könnt ihr ganz leicht auf der Karte an den aufblinkenden Sternen sehen, aber eine richtig gute Möglichkeit, seine noch offenen Quellen abzuchecken, ist sogar besser, wie auf die Karte zu schauen, ist die Website destinyrecipes.com. Dort gibt es jetzt nämlich eine Rubrik, die sich Power Level Fortschritt nennt und hier werden euch unter jedem Charakter alle noch offenen und momentan somit verfügbaren Quellen für mächtigen Loot oder Spitzenloot angezeigt und es steht da auch dran, wie viele Stufen hier die Ausrüstung über dem durchschnittlichen Power Level ist. Bedenkt auch, dass ihr Spitzenloot erst machen solltet, wenn ihr das Power Level von 1800 erreicht habt. Klar, wenn ihr wisst, ihr spielt in dieser Woche eh nicht so viel, dass ihr das hinbekommt, dann könnt ihr hier auch die Abkürzung nehmen und sagen, dass man direkt den Spitzenloot macht, um möglichst nah an das Power Level 1800 zu kommen und dann macht man in der nächsten Woche einfach weiter. Also, mal angenommen, ihr seid jetzt Level 1750 oder etwas höher und wollt jetzt mit dem Aufstieg auf 1800 plus beginnen. Was solltet ihr zuerst machen, was ist am effektivsten? Die Empfehlung war hier in der Vergangenheit, dass man PvP spielt, genau genommen Competitive. Das war auch die beste Möglichkeit, da wir bei jedem Stufenupgrade mächtige Ausrüstung bekommen haben. Da Bungie das Competitive-System und die Ränge eben überarbeitet hat, ist das leider nicht mehr sehr effektiv und da ist eher davon abzuraten, es sei denn, ihr sagt, ihr spielt sehr gerne PvP. Eine Möglichkeit, die man nutzen kann, um ein wenig Anstieg beim Power Level zu bekommen, ist es 2 oder 3 große Rangaufstiege bei Zavala durch die Strikes zu machen.
Hier bekommt ihr als Belohnung nämlich immer mächtigen Loot. Achtet aber darauf, dass ihr die Playlist nicht mit der Subklasse spielt, auf die es nach Abschluss von 3 Spielen dann Spitzenloot gibt, sonst hättet ihr da schon eine Quelle verbraucht. Ach ja, und Primus-Engramme, die bringen euch auch weiter. Solltet euch hier mal eins droppen, dann legt am besten eine kurze Pause ein und öffnet das Primus-Engramm im Turm bei Rahul. Das lohnt sich, diese kurze Pause ist es wirklich wert. Wenn ihr das gemacht habt, solltet ihr aber nicht gleich weiterspielen und die anderen mächtigen Lootquellen abfahren. Jetzt ist es wichtig, eure Ausrüstung auszubalancieren. Was heißt das? Nun, ihr habt 8 verschiedene Ausrüstungsslots, 3 Waffen und 5 Rüstungsteile. Wenn ihr mächtigen Loot farmt, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr nicht für alle diese Slots Ausrüstung mit dem gleichen Power-Level bekommen habt. Ihr bekommt zum Beispiel einen Helm, Brustschutz, Beinschutz und eine Kinetikwaffe sowie eine Energiewaffe auf Power-Level 1778. Euer restlicher Loot hat aber ein Maximallevel von 1774. Hier ist also eine Differenz von 4 Power-Level und das macht viel in eurem Durchschnitt im Power-Level aus, das für die weiteren mächtigen Loot-Drops entscheidend ist. Jetzt geht es darum, diese anderen Slots, also in unserem Beispiel Powerwaffe, Klassengegenstand und Panzerhandschuhe, auch auf 1778 oder zumindest 1777 anzuheben. Mit dem Season Pass geht das richtig gut. Levelt ihr den Season Pass auf, so schaltet ihr immer wieder diverse Rüstungsgegenstände frei. Es war in der Vergangenheit noch besser, da hat man viel mehr direkte Rüstungsgegenstände gehabt, also sprich Armschutz, Brustschutz und Co. Jetzt sind es am Anfang oft einfach nur Engramme, wo eine Rüstung droppen kann oder eine Waffe. Da hat man also wieder ein bisschen Zufallsprinzip mit dabei. Nichtsdestotrotz funktioniert es hier sehr gut und das kann man auch in späteren Verlauf des Season Pass kann man das natürlich auch machen. Ich empfehle euch auf jeden Fall, nehmt diese Belohnungen, die ihr hier freischaltet, nicht sofort ins Inventar, wenn ihr sie freigeschaltet habt, sondern wartet ab, bis ihr beim Power-Leveln das ein oder andere Rüstungsteil zum Ausbalancieren brauchen könntet. Denn die Gegenstände im Season Pass entsprechen immer eurem durchschnittlichen maximalen Power-Level. Hierzu wieder ein kleines Beispiel. Mal angenommen, unser Power-Level, also unser maximales Power-Level, ist 1758. Und alle unsere Gegenstände haben Power-Level 1758 oder höher. Nur die Panzerhandschuhe und der Beinschutz nicht. Die sind auf Power-Level 1756 oder 1757. Meine Güte, was ist denn jetzt los? Geht jetzt in den Season Pass und schnappt euch die Panzerhandschuhe und Beinschützer auf Power-Level 1758. Wenn ihr das macht, habt ihr zum einen eure Ausrüstung ausbalanciert und ihr seid in dem Fall sogar ein ganzes Power-Level aufgestiegen. Wieso? Nun, wir steigen in unserem durchschnittlichen maximalen Power-Level immer für alle 8 Power-Stufen auf einem oder mehreren Items weiter auf. Was meine ich damit? Mal angenommen, wir sind Power-Level 1790. Alle unsere Items haben ein Power-Level von 1790. Dann benötigen wir entweder ein Item, zum Beispiel den Helm, der uns auf 1798 droppt, um in unserem Power-Level jetzt auf 1791 zu kommen. Oder wir erreichen die 8 Stufen über mehrere Items verteilt. Zum Beispiel ein Helm auf 1795 und dann noch Beinschütze auf Stufe 1793. Auch in diesem Fall würde sich unser maximales Power-Level von 1790 auf 1791 erhöhen. Auf dem Weg zur Power-Level-Grenze von 1800 ist es wichtig, dass wir immer wieder innehalten und eben die Ausrüstung durchsehen, checken, ob wir das Ganze vielleicht ausbalancieren sollten, bevor wir weitermachen. Denn bereits 2 Items, die 4 Power-Level unter dem Max-Power-Level sind, welche wir dann aber ausgleichen können, die würden dafür sorgen, dass unser maximales Power-Level um 1 steigt und somit auch unser mächtiger Loot mit einem höheren Level droppt. Wenn ihr dann bei Level 1800 angekommen seid, was dann? Dann sind wir definitiv im Endgame angekommen und das Leveln ab Power-Level 1800 ist leider ein ganzes Stück zäher. Denn jetzt hilft uns nur noch Spitzenausrüstung weiter, um das Power-Level zu erhöhen. Und das Problem hierbei ist zum einen, dass uns nur begrenzte wöchentliche Lootquellen für Spitzenausrüstung vorhanden sind und Spitzenausrüstung droppt mit maximal 2 Level über dem aktuellen Power-Level des Spielers. Quellen für Spitzenloot sind momentan der wöchentliche rotierende Dungeon, der wöchentliche rotierende Raid,
der Dungeon-Säule der Wächterin, der neue Raid, der dann nächste Woche kommt, 3 Strikes abschließen, während man das richtige Element der Woche ausgerüstet hat, Dämmerungsstrikes mit 200.000 Punkte abschließen, 3 Partien im Schmelztiegel spielen, 3 Gambit-Matches abschließen, die Schlachtfelder der saisonalen Aktivitäten, Mutproben der Ewigkeit mit 250.000 Punkte oder höher, die wöchentliche Story-Mission auf Neomuna und dann gibt es noch eine weitere wöchentliche Mission auf Neomuna, die uns wohl auch Spitzenloot gibt. Das alles können wir aber auch ganz leicht wieder auf destinyrecipes.com checken und eben verfolgen, was wir hier noch brauchen. Befolgt man die Tipps und konzentriert man sich am besten noch mit 2 Freunden auf das Farmen der mächtigen Ausrüstung, dann kann man es durchaus schaffen, in kürzester Zeit auf ein Power-Level von über 1800 zu kommen. Was sind eure Erfahrungen mit dem Leveln? Seid ihr vielleicht schon 1800 und arbeitet gerade die Aktivitäten für Spitzenausrüstung ab? Wäre schon krass, aber wer weiß, vielleicht seid ihr tatsächlich schon so weit. Lasst es mich doch gerne in den Kommentar wissen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Guide jetzt hier helfen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann lasst sie doch gerne in den Kommentaren da oder schaut mal bei mir in einem Stream vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Ilias. Ciao.